Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces Earth. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Hauptstadt angekommen, haben den Präsidenten getroffen, sollen etwas gegen die Kreis-Knappheit in diesem Land machen, damit Hubert nicht mehr beordert werden soll. Und dann wollte ich eigentlich hier offscreen zum Speicherpunkt gehen, aber dann kam mir eine Cutscene und da befinden wir uns gerade. Und deswegen fragt ihr euch bestimmt, warum bin ich hier auf einmal im Pause-Menü? Und das ist der Grund. Ah, Entschuldigung, ich bin sehr in Eile. Entschuldigung. Tschüss. Ja, super. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Wir sollen uns hier in der Stadt umhören. Hallöchen. Puh, heute ist es noch heißer als sonst. Es ist, als würde es jeden Tag heißer werden, oder? Hm, jetzt, wo ihr es sagt? Ich finde, wir sollten einen offiziellen Protest bei der Regierung einreichen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich gehe gleich nach Hause, um es mit meinem Mann zu besprechen. Ich dachte, ich werde ein Mann. Übrigens, hervorragend. Ich könnte die Re ich könnte Wir können die Regierung damit nicht davonkommen lassen. Komm, heiraten wir. So, wo noch? Keine Ahnung. Gehen wir mal zurück. Wir sollen uns hier nur umhören, was die Leute hier über die Kreis-Knappheit hier wissen, weil angeblich, das heißt hier angeblich, die Strata hat ja auch ein Balkan des und eigentlich sollten die ja auch hier genügend Kreis haben. Aber, ja. Warum das nicht der Fall ist, das müssen wir jetzt herausfinden. Was ist los, Mutter? Hast du es nicht bemerkt? Ist der Wasserstand im Brunnen niedriger als sonst? Das ist richtig, Liebes. Glaubst du, er ist kaputt? Das ist eine gute Frage. Ich bin leider keine Brunnenexpertin. Naja, machst du dir Sorgen? Ein bisschen vielleicht. Wir wollen ja nicht, dass die Stadt austrocknet und sich in eine Wüste verwandelt. Weißt du, wir leben doch hier in der Wüste. Ach was, das schon wieder. Wir haben doch noch das Volkes. Das war komisch vorgelesen. Ja, natürlich. Deine Mutter ist eine alte Schwarzseherin. Okay. Wo gibt es denn noch welche? Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit L1 gedrückt hatte. So. Ach ja, Oswald, der Adoptivvater von Hubert, war ja hinter all dem hier. Weswegen überhaupt hier Hubert nach Land beordert worden ist. Eigentlich sollten die ja das Kreis von Land hier klauen und so, aber Hubert hat da nicht mitgemacht. Und deswegen. Ja, war Oswald jetzt nicht so begeistert und den besuchen wir jetzt mal. Der freut sich bestimmt, uns zu sehen. Na? Dieser Idiot, dieser verdammte, verfluchte Idiot. Damit wird er nicht davon kommen. Er wird den Tag verfluchen, an dem er mir in die Quere gekommen ist. Versammelt die anderen Männer. Ich berufe einen Notfallmilitärrat ein. Jo. Hi. Nee, 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 nee. Yeah. Ich könnte jetzt fragen, hier uneingeladen zu erscheinen. Das ist mein Zuhause. Ich befehle euch, diesen Ort sofort zu verlassen. Los, raus! Ma. Das ist nicht die richtige Richtung. Okay. Der will uns nicht in sein Haus haben, verständlich. Nee, 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 nee. Voll schlechte Verlierer. Okay. Ha, wusste ich doch. Der Präsident hat es sicherlich nicht leicht. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Irgendwelche Idioten haben gegen die ungewöhnlichen hohen Temperaturen in letzter Zeit protestiert. Ist das nicht das Blödeste, was du je gehört hast? Mal ehrlich, wer protestiert denn gegen das Wetter? Ich wünschte, sie würden solche Peinlichkeiten unterlassen. Ja, genau. Und hast du was von diesem seltsamen Mann gehört? Der in den exzentrischen Klamotten durch die Stadt streift? Es ist wahrlich ein trauriger Tag, wenn es schon so weit gekommen ist. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unterwegs zum Westtor. Ob er wohl dort draußen in die Wüste lebt? Das würde mich wundern. Das Westtor. Rede mit den Dorfbewohnern. Okay. Ich glaube, nach rechts konnte man auch noch hingehen. Da ist ein Hafen irgendwo. Ist das hier Westen? Das ist bestimmt Osten. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Da ist irgendwo der Hafen. Und Schotter bist du in Ordnung, was? Okay, keine Ahnung. Ich meine, irgendwo war mal ein Hafen. In dieser Stadt. In diesem Spiel. Ach ja, wir können auch, glaube ich, hier
so ein Boot benutzen, um durch die Stadt durchzudüsen, aber wollen wir nicht, ne? Dafür habt ihr schon genug Zeit, ne? Ich sag anzugucken, wie ich hier so durchlaufe, so Lauf, Screenwechsel. Lauf. Oh. Los, bewegt euch. Ah, ich bin gestolpert. Bitte, jemand muss uns helfen. Wir wissen, dass der Präsident Forscher zum Balkenitz geschickt hat. Hat er gerade Balkenitz gesagt? Wir müssen jemandem helfen, sind alle bereit? Aber klar. Irgendwie nicht. Danke, vielen Dank. Gern geschehen. Was geht denn hier vor? Naja, er hat etwas mit dem Balkenitz zu tun, oder? Naja, wisst ihr. Hat es auch etwas mit den steigenden Temperaturen zu tun? Ja, also. Oh hey, es ist schon so spät, ich muss los. Tschüss. Und weg ist er. Gut, dann müssen wir eben den hier fragen. Was wisst ihr über den Balkenitz? Walki, was? Ich weiß gar nichts. Seht mal, wir interessieren uns nicht für das, was ihr auch immer hier macht. Hä? Zumal ich mir sicher bin, dass es sich dabei um etwas Belangloses mit kleinem wirtschaftlichen Ertrag handelt. Also, werdet ihr mit uns reden? Das wüsste ich aber. Oh, Sophie. Oh oh. So the whole reason they're after Kreis is because their Valkenis isn't working properly. Okay. Well, we figured out the problem, but what can we do? Muss ich meine Schwimmbrille fragen. This is a diagram of the Valkenis? Yeah, so you take this over there and tell him your friend knows all about Valkenis, and then it'll be all woohoo! Wait, are you saying... Pascal, you know about the Valkenis Kreis? A little, yeah. I mean, I read about him in some old documents once. You really do know everything, don't you, Pascal? I just like learning about stuff, you know? The president might not care, but it can't hurt to show him anyway. Das klingt so verrückt, dass es funktionieren könnte. Whee! Okay, die Zeichnung von Pascal. Müssen wir den Präsidenten zeigen. Pascal hätte den Titel geborene Kritzlerin. Hey. Ey. Okay. Standhaft kann mir wirken, das ist gut. Standhaftigkeit, das ist gut. Voneinander angezogen. You're a really good artist, Pascal. You mean that Valkenis diagram? That's nothing. There is no need for false humility. Asbel is an honest man and only saying what he believes to be true. You know, Sharia used to be really good at drawing too. Me? Oh, that's nonsense. I certainly wasn't anywhere near as good as Pascal. Look, Asbel. I drew something too. That's great, Sophie. What a tasty looking banana. It's a Valkenis. Okay. Ich glaube, Esbel hat einen richtig miesen Kunstgeschmack. Egal. Anfrage. Käse. Ich habe jetzt natürlich die anderen bekommen auch den ganz. Okay, gut. Weil sonst wäre das ziemlich sinnlos gewesen. So, Level 5. Was können wir denn noch? Okay. Maximal hier kommen. Warum nicht? Und ja, komm. Schon wieder lange her, seit wir gekämpft haben. Ich will Weißwein kaufen können. Okay, dann wieder zurück zum Präsidenten. Was ist ein Filler? Na gut. Pascal scheint sich perfekt auszukennen mit Valkenis Kreis und warum nicht? Ich meine, warum nicht? Sophie weiß, wie man Valkenis malt in Form einer Banane. Was?
Und wir müssen wieder zurück zum Präsidenten. Ich weiß nicht, wie ich den Weg zum Präsidenten anders fillern soll. Frau. Brunnen. Filler. Okay. Na gut. Scheint auf jeden Fall dieser Wissenschaftler scheint irgendwas mit dem Balkonist hier zu tun zu haben. Wird uns aber nicht viel sagen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch rausfinden. Well, Asbel, have you learned anything? Mr. President, I think we may be able to help you fix your Valkenis Creus. All right, fair enough. What are you planning? Please look at this diagram. It's from a friend of mine who's extremely knowledgeable about such things. She said she'd be willing to investigate. It seems you've been holding a trump card this whole time. Well, you're right. Our country's Valkenis Creus has been experiencing severe problems as of late. When we sent a research team to investigate, they found Amarcian ruins at its base. Amarcian ruins? You're familiar with the Amarcians, the mysterious people who left ruins all over the world. We don't know if these ruins are connected to the Valkenis somehow, but it's possible. I'm telling you this because I'm interested in what your learned friend might think. Our scientists have precious little insight when it comes to Amarcia. It would be most helpful if she could take a look. If we agree to investigate the problem, will you let Hubert stay? Investigation will not be enough, I'm afraid. You will need to fix the problem altogether. Okay, I'll take my friend to see the Valkenis Creus. It's located in the desert west of here, surrounded by some ruins. I will give you an ID card as well. We don't allow regular citizens to approach the Valkenis, you see. Thank you, and good luck. Yo. Ein Ausweis. Gut. Die Aufgabe steht also jetzt fest. Wir müssen den Balkenis reparieren. Oh, hi. Sorry to keep you waiting. How did it go? Well, he was very interested in Pascal's diagram. He wants us to investigate the Valkenis as soon as we can. Sweet! Thanks, Pascal. With a little luck, I think we might be able to save Hubert now. Hey, no sweat. I'd do anything to see Strahd's Valkenis Creus. So where is it? Inside some ruins, in the desert west of here. All right, let's get going. Yo! Alles klarchen. Dann auf zum Valkenis. Damit wir Hubert retten können. Also, dass er in Land bleibt. Wo er ja im Moment sicher ist. Gerettet. Okay. Brich von Julibert nach Westen auf. Alles klar. Das Westtor ist hier, das weiß ich, weil da Westtor steht. Ansonsten wüsste ich es nicht. Okay. Da ist noch ein Turtle-Dingens. Gibt es hier irgendwo eine Truhe? Nö, hier unten. Nö, hier gibt es Truhen, aber die kann ich nicht öffnen. Ja, Entschuldigung. Und gibt es hier irgendwo eine Truhe? Nee. Weil irgendwo in der Nähe von dem Tor werden mal Truhen versteckt. Anscheinend nicht. So. Ganz ruhig. I can't even sweat anymore. Asbel, are you okay? You're not dehydrated, are you? It's not that. It's the water, Elith. Pascal? Pascal, stay with us. Huh? Yes, I see. Is she all right? She says it's so hot she doesn't feel like talking. She could at least finish what she was saying. On top of that, she says the reason you're not sweating is because there isn't any water, Aleth, in the air. Ja, super. Genau das wollte ich wissen. Danke. So, wieder Sophie und Cheria und so. Ja, okay. Dann speichern wir mal, weil ist schon ein bisschen lange her. Und ich würde gern mal speichern, weil
Wenn die Aufnahme wieder kaputt ist, dann habe ich ein Problem. Hi, bist du nicht der Wissenschaftler? Ich fehle Wanda, gehen weiter als bisher. Dahinter sind ein paar Ruinen, aber die werden von Soldaten bewacht. So ein Shit. Okay, ich möchte mal kurz was gucken. Bei dem Weißwein. Minis Weißwein. Wir müssen auch, glaube ich, neue Monster auftauchen, die wir kaputt knüppeln können. Hallöchen. Aua. So, komm her. Shotgun Blast. Oh, Drachen direkt. Oh mein Gott. Aua. Wie ist irgendwie eingefroren, dieser Vogel. Mein Gott. Was so? Wie fällt denn das Viech aus? Tödliche Kraft. Bam. Wow, what the? Ja, tödliche Kraft ist ein verdammt starker Angriff, habe ich vergessen. Wenn er trifft, ist die dritte Aufladeattacke von Sophie. Macht dick Schaden. Bam. Wow, 3000. Und irgendwann kann man auch besser, schneller aufladen. Was noch besser ist. Deum. Okay. Omelette gekocht. Und Schmerzi. Cool. Also ich dachte, wenn man Kritscher AP hat, mehr abzieht. Keine Ahnung. Wo bist du denn? Warum kommen mir all diese Monster eher so unbekannt vor? Au. Ja. Jo. Au. Ah. Ich vergesse mal, dass ich hier SK aufladen muss. Ich darf nicht so viel Tests aufspielen, auf einmal spielen. Warum denn? Warum denn einen Gegenstand wegwerfen, der weniger gibt und dann einen nehmen, der mehr gibt, anstatt umgekehrt? Das macht doch Sinn. So, Schleuder habe ich auch noch, genau. Lass mal erstmal. Wo geht's denn? Ich muss. Mein Gott, hier gibt's ja gar nichts. Komm her, mein Frust abkämpfen. Zack. Critical Blade. Zack. Und nochmal. Critical Blade. Dein. Hinterrücks, okay. Das ist eine A-Art, oder? Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher. So. Oh, da ist doch eine Truhe. Ich habe sie noch nicht von weitem gesehen. Dann ist da vielleicht auch was Glitzerndes. Nein, okay, dann gehe ich wieder zur Truhe. Und da drin haben wir Geld. Cool. Schon gegen dich gekämpft? Ah, au. 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 Okay, wer zaubert die ganze Zeit? Du. Warte, komm her. Au. Ist gut, Mann. Mann, ist der gut, Mann. Komm her. Und tödliche Kraft. Und Beast. Zack, so macht man das. So viel steuere ich auch gerne. Ja, coole Attacken. So, weiter. Oh, das ist eine Truhe. Um diese zu erreichen, muss ich erstmal euch fertig machen. Eigentlich nicht, aber das ist nur meine Prüfung, die ich bestehen muss. Zum Öffnen einer Truhe. Ja. So, erstmal diesen harten Drachen hier. Mit Beast! Hat hier irgendwie nicht so ein Drachenangriff hier? Drachensprung, genau. Da freue ich mich schon, wenn die Natur aus 10 SK haben. Damit ich immer diese Attacken hier einsetzen kann. Vierfachen Attacken. Christine, sie hat Gefahr gespürt und ist dann geflüchtet. Schön. Eine schöne Feder.
Schön. Eine Silberscheide. Schön. Ich habe jetzt meine alte verloren. Deswegen kann mir die gerade recht. So, was haben wir noch hier? Erholung, Arzt-Effekt. That's a nice. That's a cool story. Feuerschlag, maximal Kreisangriff. Okay. Sollte ich vielleicht auch so ein bisschen leveln, dass es auch für mich Sinn macht. So, da brauchst du jetzt nicht weiter. Phantomimpuls, Donnerbeben. Das ist fast aufgelevelt. Din, 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 din. Jo, Ankern, genau. So, weiter geht's. Mein Elfmixer ist schon wieder nur halb voll. Ja, ich bin Optimist. Entdeckung. Sandvolk. Oh mein Gott. Ganz leise. Oh, I thought those were people, but it's just sand that hardened into a human-like shape. Nein, hat sich Menschen in Stein gefangen. There's no one around to knock them over. Huh, interesting. Why do you think the Amarcians put a Valkanis in the middle of the desert? Ja, stellt sich eine andere Frage. Pascal says you actually have it backwards. She says the Valkanis Creus likely turned this place into a desert. Why are you speaking for her, Sharia? She says it's a pain to talk in this heat. Das erklärt natürlich alles. So, Mixer laden. Ich sollte vielleicht mal etwas dualisieren. Und dann den Part beenden, genau. Okay, das heißt, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt wird einfach nur dualisiert. Weil ich alle möglichen Sachen noch brauche. Ja, super. Ja, super. Erzmittel, das können wir in einem Ballontuch. Gut. Ballontuch, das brauchen wir bald. Ja. ich tue mal eine Stoffpuppe herstellen. Einfach so. So, dann können wir die Sachen hier herstellen. Ich kann mir eigentlich einige neue Sachen hier herstellen. Ich kann aus dem Runden-Schossstab einen Rasereistab machen. So, was, das machen wir auch, oder? Na komm, mach mal einfach mal. Din, 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 boing. Okay. Irgendein Kristall doppelt? Nö. Shit. Okay. Kampfreißzähne, runde Handschuhe. Ja, komm schon. Irgendwann muss ich hier sowieso alle umwandeln. So, einen Eisenschutz können wir umwandeln. Steinmesser können wir in Obstmesser hier umwandeln. Und aus einer. Okay. Ja, war schon. Aus einem Eisenschwert können wir was machen? Ein Katana. Ja, machen wir mal. Ein Flambeurge. Machen wir nicht. Okay. Aus denen können wir auch noch was machen, genau. Ich tue mal einen Giftbahn mit einem Steinbahn verbinden, dann haben wir einen Giftsteinbahn. Oder einen Lähmungsbahn und einen Brennbahn, dann haben wir einen Lähmungsbrennbahn. Das kann ich ewig so weitermachen. Aber so viel haben wir nicht Zeit. Hier haben wir nur noch. Wir haben 0 Hacksteaks. Sollte von jedem Gericht am besten nur eins dabei haben, weil wer weiß, was man das noch verwandeln kann. Verwandeln. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Zu Hamburger zum Beispiel. Daraus kann ich einen Cheeseburger machen. Aus dem Cheeseburger kann ich einen doppelten Cheeseburger machen. Ja, so einfach geht das. Da warte mal noch hier. Pfirsich. Pfirsich-Pastete. Oder Hackfleisch. Trockener Curry. Oder gewürzt und. Ah, Curry, cool. Cooles Curry. Und ein Eintopf. Oder was noch? Rindfleisch hier. Noch nicht.
Was haben wir denn? Moment, hier noch grün angezeigt. Was soll das? So, Eintopf und cool, ein Rindereintopf. Und mein Gott, kann ich schnell kochen, ne? Das ist unglaublich, ne? Mach mal Hähnchen-Curry. So. Hab schon, okay. Was haben wir noch? Nix, ne? Einfach irgendwelche Sachen kombinieren. Irgendwann werden wir die schon brauchen. Okay. Mal so. Muschelkalk, verdächtiges Pulver. So, seht ihr? Verdächtiges Pulver ins... Ah, das können wir in die Sachen hier verwandeln, genau. Zack. Hat's doch gebracht, ne? So, Skit. Nee, okay. Dann kann ich einen Schnitt machen. Und dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.